Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich war gerade auf dem Bus. Ich hatte bereits 2 Minuten Verspätung. Der bringt mich dann zum Penny. Das Video seht ihr noch. Habt ihr noch nicht gesehen? Warte, wie viel ist es? In 18 Minuten seht ihr das Video. Wie ich zum ersten Mal hier zum Penny gegangen bin. Und der mich echt krass überrascht hat. Seitdem jeden Tag Penny. Penny Beste. Auf jeden Fall ist es Donnerstag. Feldforschung. Neuer Feldforschungsdurchbruch. Zapdos ist am Start. Schreibt unten in die Kommentare, ob ich schon Zapdos abgeholt habe und wenn ja, wie gut er ist. Ich habe ihn gestern mit dem Livestream abgeholt. Ich habe den Zeittrick angewendet. Ich habe ja letztens ein neues Video hochgeladen, wo ich über den Zeittrick geredet habe. Und was habe ich damit gemacht? Den Pass. Den dritten Pass habe ich mir dadurch geholt mit dem Zeittrick. Also das kann man natürlich auch für Münzen machen oder halt für die Quest. Habe ich gemacht. Und dann im Livestream das Zapdos abgeholt. Und das blende ich jetzt ein. Während ich auf den Bus hier warte. Da, los geht's, okay. Jetzt sind wieder alle am Start. 187. Vor dem Absturz hatten wir 188. Das heißt, wir haben einen verloren, aber auf den können wir kacken. Ich wollte was Schlimmeres sagen, aber nicht, dass YouTube mich wieder bannt, sperrt. Frauke, danke für dein Abo und los geht's. 1427, komm. Leidend. Ich schau mal kurz auf die Liste. So. Liste. Jumps and Flops. Flips, danke für dein Abo. So. Wo ist die Liste? 1397. Ist so schlecht, ist es nicht mehr auf der Liste. Unter 91. Richtig tot. Richtig, richtig schlecht. Olga KD, danke für dein Abo. Tot. Weh. Ich habe übrigens, habt ihr es gesehen, genauso viele gelbe Bären, wie ich Hyperbälle habe. Zufällig. Gaming Buddies, danke für dein Abo. Salam alaikum. Zweiter Ball drin. Danke. Und wa alaikum salam. Auch wenn du es sehr komisch geschrieben hast. Bam. IV-Check. Besser Satz. KP. Defense. Strong. Anton. Danke für dein Abo. So. Penny hat jetzt Payback. Direkt geschnappt. Weil ich werde jetzt so oft hierher kommen. Wird sich schon lohnen, glaube ich. So, ansonsten gibt es da hinten einen Dreier-Raid. Wenn es was Neues, Nocturne, Kikli oder Kapilz, dann werde ich den machen. Dann handelt das Video heute über den Raid. Wenn nicht und es machen wir es, dann werden wir über die Maps reden. Also schauen wir mal, was da hinten schlüpft. So, es ist Kikli geworden. Perfekt, neuer Dreier-Solo-Raid. Mal schauen, ob ich hier irgendwo was trete. Neuer Dreier Solo Raid, noch nie gemacht. Ich bin bereit. Oder nicht ganz. Ich versuche die natürlich ohne meine 100er Max Mewtwo zu machen. Das heißt, Lugia kein guter Angreifer. Psyan ist am Start. Simsala ist am Start. Und Godewa ist am Start. Und falls die sterben, dann kommen die Mewtwo dran. So, wie immer, ich kann noch 2 Pushe machen. Ich hatte den damals auf Max gepusht, aber seitdem kann man ein Level höher pushen. Und damit kommt er auch über die 3000. Oder genau auf 3000. Genau 3000, ja. Bam. Okay. Wundert euch nicht, was hier drin ist. Hier ist noch Essen und das Payback von Penny drin, das Angebot. So, dann Simsala, genau dasselbe. 2-mal kann ich den noch pushen. So. Und so. Bam. Max 100 Ups Simsala. Godewa, als nächstes. Alter.
Wundert euch nicht, da sind Pferde. So. Fee übrigens auch gut gegen Kampf, also die Attacken kann ich so lassen. Obwohl God of War auch eine Psycho-Attacke könnte als Charge-Move. Das war der 35er, den ich im Botanischen Garten gefangen habe. Ihr erinnert euch an das Video? Falls nicht, ich blende glaube ich noch ein paar Szenen ein, weil das war zu krass. Hey, da was geht ab, Leute? Hunger. Es ist gerade ein 100er Drassler Level 35 gekommen. Also was heißt gerade, vor 20 Minuten. Hab sogar den Stream jetzt unterbrochen. Aufgehört damit. Dafür, weil alle wollten, dass ich dahin fahre. Kollege Felix hat geschrieben, dass er das versuchen will. Weil das ist im Botanischen Garten und man ist sich nicht sicher, ob der offen hat. Aber wir riskieren es mal, wieso nicht? Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Ein Versuch ist es wert. Und hier ist ein Bummels. Auf der Seite. Das ist relativ weit hinten drin. Das kommt mir so. Unbekannt vor. Ich glaube, ich komme immer von der anderen Seite, deswegen. So schnell. IV-Check. Besser Satz, HP, Tag, Defense. Da haben wir ihn, Leute. Da haben wir ihn. Puh. Jetzt nur noch Unverheilt raus. So. Alles easy, locker geschafft. Kein Problem. Auf jeden Fall pushe ich den auch mal. Auf Max. Wird auch höchste Zeit. Guter Angreifer. Hat die eh schon vor zu pushen. Also sehr gute Gelegenheit. Und mit den drei werde ich es hoffentlich schaffen. Wenn nicht, dann habe ich noch meine Mewtwo als Reserve. Weil ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, da noch einen vierten Psycho-Angreifer zu machen. Man könnte Kokowai zum Beispiel nehmen. Mit zwei Psycho-Attacken. War es auch schon, oder wie? So schnell. Leider die 3000 nicht geknackt. Max, go to war. Okay. So, gehen wir rein. Kickly. 13 irgendwas. Ich habe die Wertetabelle im Video gestern gezeigt. Wie viel WP 100er Kickly hat, wie viel WP 100er Nocturne hat. So. Private Gruppe nur für alle Fälle, falls hier einer auftaucht. So, was wird mir vorgeschlagen erstmal? Okay, das sieht schon mal gut aus. Nur anstatt Lugia. Flug ist auch effektiv, fällt mir gerade ein. Hätten wir noch Rayquaza machen können. Mit zwei Flugattacken. So, gleich geht's los. Ich bin gespannt. Ich habe einen gesehen, der hat es auf die letzte Sekunde geschafft. Aber er hat mit Lugia gekämpft, seine Pokémon waren nicht auf Max. Ich denke, er wird schwer, aber jetzt nicht extrem schwer. Also nicht so Lepumenta-Style. Oder er war noch überkrass. Blitzer, Flamaga-mäßig. Vielleicht so Vulnona-Level. Vulnona war ja auch richtig schwer eigentlich. So. Wir haben einen kleinen Gast. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen hier. Kickly 3er Solo Raid. Let's go.
kann. Low Sweep, okay. Das sieht ganz okay aus. Das Problem der Psycho-Pokémon, die sterben halt sehr schnell. Deswegen Rayquaza wäre echt nicht schlecht gewesen mit zwei Flugattacken. Ist mir leider echt zu spät eingefallen. Dragonan auch mit Orkan zum Beispiel. Also die ganzen, die für Machomai Raids verwendet werden. Zeittechnisch hoffe ich, liegen wir noch gut in der Zeit. Und Breaking Point erreicht bei 95 Sekunden. Okay. Also wir kommen auf jeden Fall zum Mewtwo. Echt schade. Wie gesagt, ich hätte Rayquaza noch auf zwei Luftattacken ändern können. Windattacken. Dann hätte ich es wahrscheinlich ohne Mewtwo geschafft. Jetzt kommt erstmal Simsala. Simsala echt nicht zu unterschätzen. Der ist auch. Der haut schon rein. Wenn Simsala krass ist, dann übernimmt er den Rest hier. Dann macht er Kikli fertig noch. Ah ne, das schafft er nicht ganz. Ja, das geht noch rein, oder? Ja, hat das noch gezählt? Ne. Ist echt knapper als erwartet. Also mit Rayquaza wäre es super knapp gewesen, glaube ich. Aber hier jetzt mit 100% Mewtwo, Level 40. Okay, Kikli hat mich überrascht. Bei weitem schwieriger als erwartet. Unter 20 Sekunden, wow. Vor allem war das jetzt Mewtwo, obwohl Rayquaza hat krassen Angriffswert. Also, obwohl Rayquaza ist auch legendär. Also ohne Legendäre wird es, glaube ich, schwierig. Drei Sonderbombos, 16 Supertränke. Ja, sollte machbar sein mit ohne Legendäre. Aber wieso riskieren? Wieso riskieren? Trotzdem sehr knapp. Kikli sehr überraschend. 13,48. Ja, ich werfe meine Berge. Das klingt schon ziemlich hoch. Dieser Kokowaik hätte man noch machen können. Ich weiß nicht, ob Kokowai stark genug gewesen wäre, weil die 15 Sekunden Restzeit, Vergleich Kokowai mit Mewtwo. So. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Kikli schon gemacht habt und wenn ja, mit welchem Team. Würde mich echt interessieren, ob man den auch locker, sag ich mal, ob man den auch ohne Legendär geschafft. So. Attack und Defense strong. Ah, okay. Der war nicht so gut. Da geht noch was. Okay, das war's vom Kikli. Dreier Solo Raid. So, das war's von mir und vom Kikli. Dreier Solo Raid. Wie gesagt, überraschend schwer. Schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrungen mit dem Kikli Raid. Habt ihr schon einen gemacht? Habt ihr ihn besiegt? Habt ihr einen guten gefangen? Und welches Team habt ihr benutzt? Alles unten in die Kommentare. Das war's erstmal von mir. Eigentlich hatte ich ein paar versprochen, ein Map-Video zu machen. Aber dann ist das Kikli geschlüpft, muss ich mitnehmen, bevor die wieder verschwinden. Deswegen kommt das Video zur Map, wahrscheinlich dann morgen. Also bleibt dran, ansonsten will man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.